Ja, und damit hallo und herzlich willkommen wieder zurück auf dem Kanal Erklärungsnot bei einem neuen Let's Test angezockt. Heute mit Gods Wires. Gefunden auf Steam. Ja, so ein kleines Danmaku-Game wieder, ne? So in die Richtung. Und wir gucken uns mal an, was wir denn eigentlich machen müssen. Es stand da, dass wir uns mit einem Gott durch die Hölle schnetzeln müssen. Wir sehen es auch hier, Ares, Apollo und Athena. Ares ist verfügbar. Entschuldigung. Nehmen wir natürlich Ares. So, was haben wir? Pistole, Shotgun. Okay, wir haben auch keine Möglichkeit. Wir müssen die Pistole nehmen. Und gucken einfach mal, was wir dann hier und wie wir das dann spielen müssen. Ah, das ist der Rage. Okay. Geile Mucke auf jeden Fall. Ares in der Hölle. Ich weiß auch gar nicht, es wird auch mit Leveln hier sein, jawohl. Free Piercing, Shooting Speed, Movement Speed, das ist eigentlich alles ziemlich geil, mal ganz ehrlich. Shooting Speed. Special! Okay, ich muss aufpassen. Bin übermütig werden hier. Horle wäre aber jetzt stolz auf mich hier mit dem Sportjotenhelm. So, HP Max wäre gut. Shooting Speed, Projektil Speed. Wir nehmen mal HP. Rage-Modus activated. Na, die halten schon ordentlich aus. Okay, die haben auch eine andere Farbe. Uiuiui, von der Münze. Ja, mal eine Heilung wäre halt mal ganz gängig, ne? Ah, verflixt, habe ich nicht gesehen unten. Okay, egal. Egal. Wir haben 186 Coins. Na, da kann man uns natürlich nichts holen, ne? Gehen wir nochmal rein. Ich muss ein bisschen mehr aufpassen. Aber das kriegen wir hin. So. Die Mucke ist geil, ne? Stun-Chance, maximal HP, Stun-Chance nehmen wir. Stun ist immer gut, Stun und Knockback. Das nehmen wir gern. Wir müssen ja auf alle Fälle Münzen sammeln. Um im besten Fall vielleicht mal eine bessere Startwaffe zu bekommen. Aber wie wir gesehen haben, mit einem Run 100 Münzen oder 180 Münzen, das dauert schon ein bisschen. Critical Chance, Stun Chance. Jo, wir nehmen Stun weiter. ...20% Stun-Chance ist relativ viel.
Bisschen komisch ist, dass hier, also Stun und ja, und HP, aber keine Waffenerweiterung, also Waffenstärkeerweiterung. So. Projektilspeed. Vitalität. Na, das Stun ist schon ganz geil, ja? Was ist das? Warum ist da ein X? Weiß das jemand? Ha, okay, wir haben aber auch nur 2 Minuten noch zu überleben anscheinend. Weiß nicht, ob dann generell vorbei ist und man muss halt in der Zeit so viel wie möglich schaffen. Möglich. Auf alle Fälle haben wir diesmal ordentlich Kohle gemacht. In der Runde. Was sehr wichtig ist. So, maximal Stun Chance 50%. Das ist sehr geil. Na, die sind schnell, die Jungs, ja. Wir nehmen einfach alles an Kohle mit, was wir irgendwie noch machen können hier. Um vielleicht die nächste Runde mit einer besseren Waffe schon zu starten. So, da schauen wir mal. Vielleicht haben sie schon einiges liegen lassen, was wir noch nicht eingesammelt haben. Genau. Ah, die Stun-Chance ist schon sehr gut. Verzieh dich, mein Freund. Jawohl, Geld wollen wir alles haben. Ja, die halten aber auch schon extrem viel aus, ne? Also mit der normalen Pistole weiß ich nicht, wie weit man da überhaupt kommen kann. Es sind ja doch einige Schüsse, die die Kollegen brauchen. Ja, mal alles ran hier. Erfahrung, vielleicht kriegen wir noch ein Level. Aber ist eh gleich vorbei. Vielleicht kommt da auch ein Bossgegner. Ich habe keine Ahnung. Wir werden sehen. Also ich höre auf alle Fälle irgendwas. Klingt wie ein, weiß ich nicht, wie Wasser. Mucke. Alter, was laut. Wow.
Ich kann jetzt die Musik leider nicht zurückstellen, Leute. Deshalb sage ich nichts, weil ihr wahrscheinlich nichts versteht, was ich sage. Eine Meute! Verpfeift euch! Das klingt... Ja, jetzt ist endlich wieder mal ein bisschen stiller. Wow. Puh! Alter, was die aushalten! Ah, Damage! Gott sei Dank! Das war wichtig! Weg mit euch, Gesoxe! Meine Güte! Ho! Der Hades mit seinem Schiff, also der... Nee, wie heißt er? Der Fährmann. Fährmann. Verzieh dich, Fährmann. Deswegen wahrscheinlich die ganze Zeit die Mucke. Deswegen wahrscheinlich die ganze Zeit die Mucke halt. Weil der irgendwo rumgefahren ist mit seinem Kanu, aber halt nicht in unserer Reichweite. Boah. God Survivors coming soon. Wir haben es durchgeschafft. Ah, wir haben immer noch... Oh, Alter. Gibt's hier sowas? Können wir dann vielleicht... Nee. I reach level 10. Upload Ignis. Unload Ignis. Alles klar. Na gut, wir können ja nochmal eine kurze Runde machen. Nochmal bis 1000. Also noch ein paar Münzen sammeln. Dann gehen wir raus. Und nehmen nochmal den zweiten Charakter. Die zweite Waffe. Und probieren da nochmal unser Glück. Dürfte ja nicht mal so viel sein. 100 Münzen kriegen wir hin. Ah, haben wir doch schon fast. So, ran mit den Münzen. Diesmal kritischer Schaden. Na ja, gut. Ich brauche Gegner. Okay, also die Zeit oben läuft also ab und nach dem Zeitablauf kommt also ein Bossgegner. In dem Fall war es halt der Fährmann. So, jetzt können wir uns die neuen Waffen kaufen. Das heißt, wir lassen uns jetzt mal töten. Genau. So. Bye. Sehr gut. Dual Pistols. Ha! Ah! Ah! So läuft das nämlich dann schon ganz anders gleich.
Wo sind Gegner? Aber das sind eigentlich coole Sachen, wenn dann so Fährmann kommt, Hades oder so klassische Höllengestalten als Endbosse. Das finde ich schon ziemlich cool, ehrlich gesagt. So. So. Ja, das Ganze läuft deutlich flüssiger dann gleich mit zwei Pistolen, ne? Stun Chance, Critical. Wir nehmen diesmal Critical. So. Immer schön rein ins Gemüse, ihr elendes Höllengewürm. So. Ran mit die Münzen. Jawohl. Reload Speed. Ich brauche wieder Damage, wäre mir lieb, oder kritischer Schaden hoch, weiter. Aber, naja, gut, es geht ja ganz gut. Stunnen. Ja, das Special macht auf jeden Fall ordentlich Bums. Ja, kommt mir das nur so vor, oder sind es diesmal mehr Gegner? Sind diesmal einfach eine Masse? Eine Meute, ey. Das
So, jetzt kommt wieder der Bossgegner irgendwo. Ah, diesmal ist er gleich bei uns. Eingeballer! Das war's für dich, Boy. Tja, da haben wir es nochmal durchgespielt mit den Doppelpisteln. Ja, ist auf jeden Fall nett, ne? Lässt sich super spielen. Ich glaube, da lässt sich auch ein bisschen was dran machen. Also gerade, wenn dann sozusagen die Bossgegner halt einfach dann an coole Gegner sind, ne? Hades oder was weiß ich, Cerberus aus der Hölle oder sonst irgendwas. Das hat auf jeden Fall Potenzial, macht Spaß, macht Laune, die Mucke ist natürlich, geht natürlich voll rein, ne? Da kriegt man richtig Aggression, das ist nun mal so, also der eine oder andere nicht, aber ich schon. Ja, hat Spaß gemacht, mir hat's wirklich gefallen, God Survivors, warum nicht, ladet's euch mal runter, spielt's selbst, ist auf jeden Fall ein sehr cooles Danmaku-Spiel, sage ich mal, ne? Diese Art Spiels des Tötens, Hochleveln und weitermachen und besser werden. Das mit verschiedenen Charakteren ist immer eine coole Sache. Ja, und wenn es euch gefallen hat, dann lasst es uns doch wissen. In Form eines Abonnements, Kommentars oder positive Bewertung auf diesem Video. Tja, und wir sehen uns wieder beim nächsten Let's Test angezockt. Bis dahin. Ciao, Leute.